Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raxylons Novizenschule. Heute mal mit Randalin. Und zwar hat Randalin uns, also mir, eine Mail geschrieben mit Fragen bezüglich dieser kleinen Ressourcenlektion hier. So, also gehen wir mal diese ganzen Dinger einzeln ab. So, wir fangen an. Wo und was, wo, wofür sind die Slots und wo kaufe ich die? Also, ganz einfach. Hier zum Beispiel bei den Drachen kann man Slots freikaufen. Die sind jetzt hier natürlich alle frei. Ich bin ein bisschen im anderen Level. Also hier diese Slots kann man freikaufen. Man hat, glaube ich, am Anfang nur 6 oder so und muss dann halt 4 nachkaufen. Das geht mit den Rubinen, die ihr in den Events bekommt oder auch so eventuell bekommt. Dann könnt ihr Verstärkung schmieden, genau. Dann könnt ihr hier die Plätze freikaufen. Ich glaube, da ist tatsächlich nur ein oder zwei frei und den Rest müsst ihr dann beiholen. Hier unten die. Ja, kostet auch wieder ein bisschen was. Es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Nächste Runde, was kann man noch freikaufen? Das wäre dann, ach ja, bei dem Truppenbau. Das ist dann allerdings im Atlas. Kann man trotzdem mal zeigen, Slots, das sind die Slots, also die Plätze, mit denen man arbeiten kann. Ja, wenn man jetzt hier drauf geht, normalerweise hat man dann hier, kannst hier die Dinger kann man auch freikaufen. Und Primarchen müsste man auch Stück für Stück. Das ist dann irgendwie mit Gold zu holen. Allerdings, ja, ich glaube, der letzte Primarchenplatz kostet 35 Millionen. Da ist es schon einfacher, wenn ihr dann einfach die 35.000 Diamanten gibt es in Atlas. Das sind diese blauen Dinger hier. Gut. Freiholt. Also es lohnt sich. Macht das, tut das. Muss ich nochmal kurz hier hin. Verstärkung schmieden. Und hier bei Ausrüstung ist ab Level 40 erst. Ja, aber hier könnt ihr auch Plätze freikaufen. Nächste Frage. Ja, C4, aber jetzt gerade nicht. Wo ist das Wiki? Wie kann ich es nachlesen? Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Also, ihr seht hier die Versammlungshalle links neben dem Vulkan. Das ist das, wo die 16 Stunden, wo ihr eure Eiermarken abholt. Da geht ihr drauf, Team verwalten. Und das Wiki ist hier quasi. Ja, da geht ihr drauf. So, und dann haben wir hier Drachenguide für Fortgeschrittene, Burgenzuteilung. Ja, da werden auch irgendwo ist hier bestimmt auch der Brutplan. Ich muss dazu sagen, dass dieses Ressourcenmanagement noch aus dem alten Team stammt. Da hatte ich das gesamte Wiki selber gemacht. Eventuell mache ich noch einen Brut- und Bauplan. Primarchen berechnen und das etwas zum Henker. Wir hatten hier meinen. Wo ist denn Tipps von Jörmungand? Ey, Alter, mach das nicht. Das war ganz oben, das hat einen Grund. Okay. So, hier könnt ihr auch alles nachlesen, was ich so dazu geschrieben habe. Na, so und muss ich noch ein bisschen bearbeiten. So, das wäre das Wiki. Brutplan müsste hier auch irgendwo drin sein. Wenn nicht, gibt es tatsächlich den Red's Best noch. Primarchen berechnet Drachengeld. Alter, wer hat das? Okay, das müsste dann mal nochmal regeneriert wird, dann muss ich mal fragen, muss ich mal sagen, dass das so nicht geht. Okay, dann das nächste. Fange ich erst ab Level 38 an mit Sparen? Ja, definitiv. Also du baust auf jeden Fall, du gibst alles aus, was du hast bis Level 38. Vorher bringt es dir gar nichts, irgendwas zu sparen. Das fängst du ab Level 38 an. Dann kommen auch ein paar Punkte in den Events zustande. Vorher ist es eher so, nö. Tut's nicht. Ah, meine Drachen nicht leveln, weil meine Brutkammer noch nicht auf 2 ist. Dafür muss ich Level 14 sein, bin erst 11. Ja, genau das macht ihr. So. In der Saison gibt es die Siegel, mit denen man Dinge freischaltet. Versuche ich da alle in einer Sparte auszugeben, bis ein Drache kommt. Sogar über den Drachen hinaus. Du gehst über den Drachen hinaus. Wir gehen jetzt mal hier hin. Mal gucken, ob man da einen Drachen. Ich glaube, ich habe alle. Ach, das ist doof. Jetzt habe ich fast alle Drachen geholt. Natürlich, wie das wieder so ist, ne? Scorper habe ich geholt. Den habe ich. Und die mythischen hier hinten, die kann ich nicht so zählen. Gut, also, wir fangen mal hier an. So sieht das dann aus, wenn ihr alles frei habt. Das sind 4 Seiten und ihr versucht wirklich bei einem alle Seiten zu holen. Weil hier gibt es Evolutionssteine. Können wir mal gucken. Hier ist das Scorper-Ei in der ersten Reihe.
Ist nur orange. Jetzt gehen wir weiter. Muss ich mal gucken, wo sie das haben. Hier. Hier kommen wir schon bis Gold. Das sind schwarze Perlen. Ach, ich hasse das. Ich mag das nicht so. Also ihr könnt auf jeden Fall, holt euch das so weit, wie es geht. Und momentan empfehle ich jeden Anfänger, der irgendwie mit dem Spiel gerade in Kontakt kommt, holt euch Scorpa auf jeden Fall und macht den so weit wie möglich. Und wenn ihr den auf Platin oder auf Obsidian habt, bis Ende der Saison habt ihr Zeit und holt euch den. Dann werdet ihr auch lange was von dem haben. Und der ist wirklich, der ist Hammer. Für den legendären Drachen ist der einfach brachial. So, jetzt haben wir hier mal eine leere Seite, damit man das mal sieht. Ist halt kein Drache, ne? Und da holt ihr euch einfach die Preise. Wie gesagt, ich empfehle momentan Scorpa. Einfach nehmen, bis es. Und hier die Eier, die Dinger sind auch wichtig, ne? Hier, also hier die Eiscreme, die müsst ihr abholen. Habe ich einmal verpasst. Hänge ich ein bisschen hinterher, aber das geht alles noch in Ordnung. Haben wir noch was? Dann hätten wir jetzt. Oh ja, und ich habe Line installiert. Ja. Eddie hatte ich, glaube ich, schon eingeladen in unsere Gruppen. Du müsstest halt noch mal da drauf gehen. Ich kann dir das jetzt so nicht zeigen, weil können wir vielleicht mal privat machen. Da klingel ich mal durch. Machen wir dann mal Screen-Dingsy. Weil du bist hier im Team. Ich bin dein, nennen wir es mal Pate hier in diesem Team. Und ja. Gut. Dann. Machet gut, ne? Teilen, abonnieren, liken nicht vergessen, Leute. Tschüss.